Gut. Dann kommen wir alle raus. Dafür, dass sie nicht rauskommen wollten. Aufstehen, komm. Ach, scheiße, da war ja was. Die NPCs kippen ja sofort um, wenn man... Moin und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge LSPDFA. Heute nochmal in Bayern unterwegs mit dem 5... Digga, ich kann nicht mehr reden. Mit dem hübschen 5er BMW von Topmods. Den Link zu deren Seite findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wir sind heute mal ein bisschen auf der Autobahn unterwegs, schauen, wen wir so rausziehen können. Oder hier, wer so verdächtig aussieht. Wenn es euch gefällt, Like, Abo und die Glocke nicht vergessen. Schreibt einen Kommentar für den Algorithmus. Würde mich sehr glücklich machen. Kommt dann auf meinen Discord, der ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann schaue ich mal. Ich würde sagen, dass wir mal den SUV hier überprüfen. Target Vehicle License Plate. Ja, passt alles, fahre ich weiter. Ich will heute ein bisschen so auf abgemeldete Target Fahrzeuge oder so gehen. Die Cyan 2. Target Vehicle License Plate. John 7. A traffic felony. Was bremst? Approach with caution. Mit. Das ist das Auto von gerade eben. Okay, gut, ich sollte eindeutig aufhören. Sowas. Was ist dein Problem hier, hä? Fahr mal jetzt ran. Target Vehicle License Plate. 02 John Edward 6. A traffic violation. Approach with caution. Schönen guten Tag, Zimex von der bayerischen Polizei. Einmal mit ihren Dokumente. Thank you. Vielen Dank. So, sein Auto habe ich ja schon abgefragt. Frag trotzdem nochmal. Ich frage einmal ihn ab, Frank River. Guten Tag. Verlassen Sie bitte einmal das Fahrzeug. Also, Sie haben bis ausgestattet keinen Führerschein. Das ist natürlich nicht so gut. Das ist auch ein Problem. Sie dürfen auf jeden Fall nicht weiterfahren. Das Auto wird hier stillgelegt. Hätten Sie was dagegen, wenn ich Sie durchsuchen würde? Nein? Oder das heißt es, ja. Das heißt wohl, dass Sie was dagegen haben. Auf jeden Fall, bleiben Sie stehen. Sie sind festgenommen wegen Fahrens ohne Führerschein. Ich hoffe, es ist auf jeden Fall richtig. Sie werden abgeholt von den Kollegen und ihr Fahrzeug werde ich abschleppen lassen. Gut, da kommt der DFL-Wagen, dann fahre ich mal weiter. Vielleicht der Schmuggler. Einmal das Fahrzeug überprüfen. Target Vehicle License Plate. A traffic violation. Approach with caution. Oh nee, du fährst jetzt nicht irgendwie mitten auf die Straße. Komm, folg mir mal. Okay. Einen wunderschönen guten Tag. Bitte einmal alle Ihre Dokumente. Simon von der Polizei. Mein Name. Gut. Dann kommen wir alle raus.
dafür, dass sie nicht rauskommen wollten. Aufstehen, komm. Ach, scheiße, da war ja was. Die NPCs kippen ja sofort um, wenn man... Scheiße. Oh. Ich werde ihn versuchen, mal wieder zu beleben. Oh shit. Ja, Falschfahrer oder was? Oh shit. Ach komm, als wenn die so wenig Volt aushalten. Wait, what? Die machen nicht mal was jetzt. Ah, gut, dann habe ich gleich eine Corona-Unit. Kann ich den Abschleppen auf, abschleppen lassen. Nein, das ist noch die Frau hier. Guten Tag. Hätten sie das dagegen, wenn ich sie durchsuchen würde? Bestimmt nicht, also einmal um. Nur sicher zu gehen, ob sie vielleicht irgendwas Illegales bei sich haben. Gut. Einmal umdrehen, sind vor euch festgenommen wegen der Drogen. Einmal bitte einen Transporter für die Frau. Shot by Firearm. Der wurde getasert, mehr nicht. Ist ja gleich umgekippt, da kann ich ja nichts für. Fahr mal weiter, ne? Ja. Ich stell mich hier mal hin und warte, bis hier jemand lang rast. Na. Da vor der Linke fand ich ein bisschen schnell. Da fahre ich gleich mal hinterher. Oh shit. Ich wollte auch nur ein Target Vehicle License Plate. Tom San 46. A traffic violation. Approach with caution. Ich pack die Waffe weg. Ich hol mal eine Feuerwehr. Ach komm, ey. Ja, Kollege, ich kann's weiterfahren. Nein. Ich bin nicht weitergefahren. Ey. Digga, bleib stehen. Ah, du hast Glück, ey, dass ich da nicht hinterherkomme. Jetzt kümmert euch um die Person, Leute. Ihr habt was zu tun. Hallo. Junge, was ist denn? Ja gut, jetzt muss ich hier komplett stoppen. Werde ich einmal das Fahrzeug durchsuchen. Ah, der lebt wieder. Gut, dann werde ich das Fahrzeug abschleppen lassen. Die nehmen den mit. Hubnet! Bleibt mal hier hinter stehen. Na, oha, Motorradfahrer. Der hat sich gleich jemand für eine Verkehrskontrolle. Ich weiß das nicht, was. Target Vehicle License Plate. Also wie er fährt. Link 412. Approach with caution. Einmal ein bisschen querstellen. Ja gut, manche von ihnen sind schlau, sie halt eben nicht, ne? Einen wunderschönen guten Tag. Simex von der Polizei, mein Name. Haben wir bitte alle ihre Dokumente? Kiflam.
Dankeschön, Senat. Dann werde ich sie einmal überprüfen. Einmal bitte Marco Liebes überprüfen. Wahrscheinlich so Kids dran. Das ist halt bei mir irgendwie Anzeige kaputt. Deswegen wird mir das nicht angezeigt. Target Vehicle License Plate. Ja, gut. Offenbar der Besitzer, deswegen. Geht's auch leichter? Hallo Funk, geht's auch lauter? Ich mach das mal ein bisschen leiser. Junge. So. So, der Herr. Ich weiß gar nicht. Es ist doch eigentlich. Sie sind voll euch festgenommen, weil sie jetzt ohne Führerschein gefahren sind. Jetzt einmal durchsuchen, ob sie irgendwas Illegales bei sich haben. Gut, dann werde ich für sie einmal einen Transporter holen. Ja, Fahrrad. Fahrradvorlauf. Ihr Motorrad werde ich auch nochmal durchsuchen. Hallo, stehen bleiben, Polizei. Stehen bleiben, Polizei. Ich hab gesagt, stehen bleiben, Hände hoch. Sofort. Und auf dem Boden. Sonst gibt's eine Kugel hier. Bisschen Anschauungsunterricht. Ja, die fahren ebenfalls den schicken 5er BMW. Ah, die fährt nämlich den schicken Sheriff 5er BMW. Ist ebenfalls von Top Monster. Sind wir in der letzten Folge schon gefahren. Junge, wird hier jetzt gerade viel abgeschleppt. Wabbel, wabbel, wabbel. Ich brauche mal Abschlepper hierfür. So. Dann begebe ich mich mal weiter auf Streife. Lass mein Auto noch schnell reparieren. Bis gleich. So, gerade einen Einsatz bekommen. Ein Perset, wie man sieht. Da fahre ich sehr, sehr schnell hin. Scheint wohl irgendwie ein Highspeed-Perset oder so zu sein. Das ist ja, wenn man so möchte, eigentlich was für mich. Weil ich ja heute sozusagen Autobahnpolizei bin. Nicht direkt, aber ich bin heute eher auf der Autobahn unterwegs. Ich hätte eigentlich über die Autobahn unterfetzen können. Es wäre schneller gegangen. Aber egal, komm. Junge, was steht die Person da, ey? Ja. Wir sehen uns dann da. So. Gleich da. Gott, das war knapp. Gleich sind wir da. Da vorne scheint die Person zu sein. Ich hole schon mal eine Local Unit weiter. Wir fahren wohl in die andere Richtung, weil ich über den Highway gefahren. Oh Gott. Der Wagen dreht. Hätte ich kein Gas gegeben, hätte ich es geschafft. Gott, hallo, weg! Ah, hier. Wie? Ernst? Stehen bleiben, runter auf den Boden sofort. Oh, da. Die Bundespolizei. Guck mal einmal kurz hoch, weil dann ein Helikopter ist. Guck mal, der Bundespolizei-Eli. Oh Gott. Geh bloß weg, Tier. Werftet ihr den? Was hast du hier? So. Wofür auch immer ich jetzt hierher gerufen wurde. Es hieß, es ist ein Perset. So. Ist zu Ende. Einmal abholen lassen, bitte. Oh. Junge, mach deine Sirene aus. Soll ich dich zufälligerweise mitnehmen? Also, du hast da vorne steht ein Auto. Ich glaube, wieso ist hier so viel Berglöwe?
bis gleich, bis ich wieder auf der Autobahn bin. So, überprüfe mal ein paar Fahrzeuge beim Vorbeifahren. Target Vehicle License Plate. Gut. Die Versicherung ist abgelaufen. Ey, Funk, warum ist der Funk so laut? Einmal bitte rechts ranfahren. Ich hoffe, das ist der. Ich mach gleich nochmal einen Check. So. Achso, übrigens, da hinten stand noch ein Kollege, den habe ich noch schnell mitgenommen. Ja, das ist ja. Wunderschönen guten Tag, Simex. Target Vehicle License Plate. Bayern, einmal bitte Ihren Führerschein. Young Dave 1. A traffic violation. Approach with caution. So, die Versicherung ist abgelaufen. Haben Sie irgendwelche Drogen genommen? Okay, er nimmt Drogen für seine Medizin. Haben Sie was getrunken? Gut. Wenn das so ist, kommen Sie mal raus. Wir werden jetzt mal was durchführen. Und zwar der Herr. Sind Sie... Guten Strich sind Sie jetzt nicht. Und zwar, Kollege, geht doch nicht mitten auf die Straße. Sie drehen sich jetzt mal von links nach rechts und machen einen Work-and-Turn. Gut, mit dem Auto ist das jetzt ein bisschen doof. Der Alter, der geht ja überhaupt nicht. Warte, sehe ich das nur so. Der Typ ist ja, weiß nicht, besoffen bis zur Hölle. Der ist nicht mal bei mir angekommen. Ja gut, der Herr. Hätten Sie was dagegen, wenn ich Sie durchsuchen würde? Nee, gut, dann drehen Sie sich einmal wieder um. Gut, ein bisschen Meth. Mein Kollege wird es jetzt verhaften, daher. Sie sind festgenommen, weil sie Drogen bei sich besitzen. Ich werde einmal ihr Fahrzeug durchsuchen, das dürfen wir jetzt. Ihr Fahrzeug scheint okay zu sein, aber muss ja trotzdem abschleppen lassen. Ich werde sie einmal abtransportieren lassen. Wir werden hier einmal noch warten. Ah, da vorne kommen die Kollegen mit dem 530D. Hup nicht. Jo, 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 das war knapp. Jo, oh mein Gott, was macht die Kollegin? Komm rein, Kollege. Ich würde sagen, dass wir jetzt nochmal irgendwie... Da haben wir unseren Kandidaten. Komm, fahr. Gut. Ah, und nochmal Gas geben. Ja. Jo, 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 die müssen wir anhalten, egal wie. Was macht der? Was macht der? Was macht der? Was macht denn der? Junge, was macht denn der? Ja, hier brauchen wir auf einmal eine zweite Unit. Auf einmal vor allem, auf jeden Fall, meine ich. Ja, natürlich kommen da wieder die FBI-Beamten, Alter. So. Hier scheint es Vorsicht zu gebeten. Guten Tag, bitte einmal das Fahrzeug verlassen. Was war denn das gerade, was Sie getan haben? Drehen Sie sich mal um. Einmal bitte Ihre ID-Card. Dankeschön. Was war denn das gerade mit dem, was Sie durchgezogen haben?
Hätten Sie was dagegen, wenn ich Sie durchsuchen würde? Nein? Gut, dann drehen Sie sich um. Ah, durchsucht mein Kollege. Ach man. Der Kollege sagt mir immer nicht, was er gefunden hat. Er sucht halt einfach. Einmal umdrehen, dann werde ich sie nochmal durchsuchen, weil der Kollege sagt mir ja nie, was hier er gefunden hat. Eine benutzte Nadel. Hätten Sie was dagegen, wenn wir ihr Fahrzeug durchsuchen würden? Wir haben nämlich die Vermutung, dass hier irgendwo Drogen sind. Gut, und dann frage ich Sie mal. Haben Sie was getrunken? Kein Alkohol in seinem Blut, gut. Warum sollte ich Drogen nehmen? Ich will nicht sterben, ja gut. Haben Sie irgendwas Illegales? Ja, gut. Was machen Sie? Ein relaxing Menge. Ah, okay. Von wo kommen Sie? Von zu Hause. Wohin geht's? Ah. Leben Sie hier in der Nähe? Ah, okay. Sind Sie gesucht? Gut. Also dafür, dass es, dass sie jetzt gerade eben diesen Move durchgezogen haben, würde ich sagen, dass sie weiterfahren dürfen. Ihr Fahrzeug müssen sie aber reparieren und ich gebe ihnen noch einen kleinen Strafzettel dafür, dass sie Unterbodenbeleuchtung haben. Das ist in Deutschland illegal. Ja, bitteschön, sie können wieder einsteigen und fahren sie. Schönen Tag noch. Oh, tschüss Kollege. Mal gucken, was ist denn bei ihm hier. Hallo? Brauchen Sie Hilfe? Ja, das heißt wohl nein, gut. Ich würde sagen, dass das hier mit der Folge war. Wenn es euch gefallen hat, Like, Abo und die Glocke nicht vergessen. Schreibt gerne einen Kommentar. Wenn ihr Wünsche habt, schreibt sie ebenfalls in die Kommentare. Und ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Ciao.